Heute stellen wir 50 Fragen an Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU Deutschlands. Kommt mit! Ja? Hi Paul! Hi Laura! Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut, danke. Ich freue mich auf unser Interview. Ich freue mich auch. Was hast du gemacht, als wir gerade geklopft haben? Kurz davor mit Armin Laschet telefoniert. So, was machen wir jetzt? Ich stelle dir jetzt 50 Fragen und 2 hast du schon beantwortet. Sehr gut, dann gib Gas. Was ist das Beste, was dir diesen Monat passiert ist? Ich glaube, uns allen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist doppelt gegen Corona geimpft. Was ist das Beste, was dir heute passiert ist? Ich habe ein Hoodie geschenkt bekommen von unserem Connect-Team. Bist du ein Texter oder lieber Sprachnachrichten? Texten. Wem hast du als letztes geschrieben? Die letzte SMS war mit dem Generalsekretär der CSU, Markus Blume. Und worum ging's? Privat. Zeig doch mal. Er ist unspektakulär. Ich glaube, er wird mir nicht böse sein, wenn ich das zeige. Welchen Smiley benutzt du am häufigsten? Daumen hoch. Was ist dein Lieblingsgegenstand in deinem Büro? Das ist hier dieses Foto. Es zeigt Helmut Kohl vor dem Brandenburger Tor. Was verbindest du damit? Ja, der große Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas vor diesem symbolischen Tor. Das ist schon sehr bewegend. Wann stehst du normalerweise auf? Kurz nach 6. Was machst du jeden Morgen zuerst? Aufs Handy schauen. Was gibt's zum Frühstück? Kaffee und meistens ein halbes Brötchen. Setzlich. Dankeschön. Wie würdest du dein Büro beschreiben? Modern, aber sehr funktional. Was geht dir auf den Keks? Leute, die perfekt daran sind, Probleme zu beschreiben, aber nie eine einzige Idee haben. Wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milch. Und was ist dein Lieblingsgetränk? Dankeschön. Coke mit Eis und Zitrone. Was ist dein Lieblingsdrink? Bier. Wie viele Stunden Schlaf bekommst du im Durchschnitt in der Nacht? Ja, im Wahlkampf ist nicht so viel, vielleicht 5. Wann bist du besonders produktiv? Morgens oder am Abend? Morgens. Aber wenn es kreativ sein soll, mit anderen auch abends. Was ist deine Lieblingsserie? Fauda bei Netflix. Kommt jetzt hoffentlich eine neue Staffel. Mit wem möchtest du gerne mal ein Selfie machen? Ein Selfie? Mit wem würde ich gerne ein Selfie machen? Wie wäre es mit der Dame hier? Ja, die sehr nett, sehr hübsch. Und die hat schon ein Selfie mit mir gemacht. Bei der Alpaka-Wanderung mit meinem Jodokreisverband. Was ist dein Spirit Animal? Ja, zumindest kein Alpaka. Die werden mir zu lahm. Hast du ein Tattoo? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist dein Lieblingsraum? Hier im Konrad-Adenauer-Haus. Unten das neue TV-Studio. Sollen wir da mal hingehen? Ja, sehr gerne. Komm. Was machst du, wenn du mal frei hast? Fahrrad fahren, Zeit mit der Familie verbringen, Freunde treffen. Welche Aufgabe übernimmst du zu Hause am liebsten? Am liebsten Gartenarbeit. Danke. Was ist eine wichtige Lektion, die du fürs Leben lernen musstest? Dass man, wenn man von etwas überzeugt ist, sich durchsetzen muss und man darf auch Rückschläge nicht als Grund nehmen, um aufzugeben. Bist du vegan? Nein. Welches Buch möchtest du als nächstes lesen? Von Margot Friedländer liegt mal das Buch da. Ich habe sie besucht, sie hat es mir geschenkt. Sie hat als Jüdin sich in Berlin versteckt, den Nationalsozialismus und den Holocaust überlebt. Welche Stadt im Ausland möchtest du als nächstes besuchen? Ganz wichtig ist mir, nach der Bundestagswahl nach Beirut, der Hauptstadt des Libanon, zu reisen. Da gibt es krasse Herausforderungen, gerade für die junge Generation. Und das ist mir wichtig. Wie sieht Me-Time für dich aus? Nicht auf die Uhren, nicht aufs Handy gucken müssen und keine Politik. So, jetzt gehen wir mal runter und wir sehen uns gleich am TV-Studio. Was ist dein Lieblingssong? Einige, aber gerade habe ich komischerweise einen Ohrwurm von Tim Bensko's Hoch. Sing doch mal. Ist besser für alle, dass ich es nicht tue. Was war dein schlechtestes Fach in der Schule? Kunst. Würdest du sagen, dass du ein spiritueller Mensch bist? Zumindest anfällig. Wenn du ein Fach in der Schule unterrichten müsstest, welches wäre das? Politik. Wenn du einen Tag lang mit einer Person verbringen könntest, wer wäre das? Vielleicht jemand außerhalb der CDU. Billie Eilish ist, glaube ich, nicht CDU-aktiv. Hi. Grüß dich. Welchem Account bei Instagram muss man unbedingt folgen? Bundeswehr und Insta-Politik. Oder? Finde ich super. So, jetzt sind wir gleich im Studio. Genau. Was fand hier zuletzt statt? Die große Kampagnenkonferenz zur Bundestagswahl, digital, hier aus diesem neuen Studio. Wie viele Scheinwerfer gibt es denn im Studio? Ich glaube mindestens 48.
Wohin macht man einen perfekten Roadtrip? Quer durch Deutschland habe ich letztes Jahr übrigens gemacht und ein kleines Buch geschrieben. Was ist der beste Moderatschlag, den du je bekommen hast? Die Krawatte einmal korrigieren und festziehen, bevor das Interview losgeht. Was hast du hier gemacht? Da war ich bei der Polizei in Iserlohn, habe eine Nachtschicht gemacht als Abgeordneter. Was ist der beste Teil deines Jobs? Dass es jeden Tag anders ist, jeden Tag spannend und man mit allen Themen befasst ist. Wenn du an Iserlohn denkst, welche drei Worte fallen dir ein? Heimat, Familie und Schützenfest. Wer bringt dich zum Lachen, egal was passiert? Meine Kinder. Wofür bist du am meisten dankbar als Vater? Dafür, dass meine Kinder gesund sind und in einem Land ohne Krieg groß werden. Was hast du noch aus deiner Kindheit? Schöne Erinnerungen. Was ist dein liebster Fußballverein? BVB. Letzte Frage, Paul. Warum CDU? In drei Worten. Verantwortung wegen morgen. Ciao.